Fenster tauschen aus Kostengründen, aus Heizkostengründen. Lohnt sich das? Ja oder nein? Das gibt's jetzt. Viele sagen ja, Herr Ahrens, ich will das Fenster tauschen, weil ich möchte Heizkosten sparen und dadurch eine Wirtschaftlichkeit erreichen. Und pauschal dazu gesagt, diese wird nicht passieren. Also, wir haben jetzt hier wirklich ein High-End-Fenster von der Wärmedämmung her. Wir haben eine ordentliche Dreifachverglasung mit einem Kunststoffrandverbund, wir haben einen gedämmten Alurahmen, wir haben, glaube ich, ein 0,5er Glas hier drin, obwohl der Größe mit VSG für Schallschutz. Also ich hätte eine Vierfachverglasung noch einsetzen können oder eine Vakuumverglasung und ja, viel mehr geht da nicht. Und trotzdem wäre, wenn hier ein Fenster drin gewesen wäre, hätte sich der Austausch aus energetischer Sicht, aus Kostengründen, nicht gerechnet. Was bedeutet das? Naja, dieses Fenster hat jetzt, weil es ein Schiebeelement ist, generell einen schlechteren U-Wert, als wenn es jetzt ein festverglastes Element wäre oder ein normales öffnenbares Element. Weil wir einfach andere Profile haben unten, anderes Profil oben, der Anschluss ist einfach schlechter. Das würde jetzt hier zu weit gehen. Aber selbst wenn das ein normales Fenster wäre zum Öffnen, wäre der Unterschied nicht so eklatant. Bedeutet, habe ich ein Fenster, was roundabout vor 95 eingebaut worden ist, eine Zweifelverglasung, habe ich das Glas in der Regel Luft drin, kein Gas. Das heißt, der Austausch wäre hauptsächlich ein Vorteil jetzt des Glases. Ein alter Holzrahmen, ein alter Kunststoffrahmen ist zwar energetisch schlechter als dieses High-End-Produkt hier, aber ob ich jetzt hier einen U-Frame habe, also U-Frame, UF bedeutet der energetische Wert des Rahmens des Fensters. Sag ich mal, von dem hier wäre das jetzt das normale restliche Fenster von einem UF von, ich glaube, 0,78 und einem Glas von 0,5 und einem guten Randverbund, komme ich zwar hier auf U-Werte, teilweise sogar die Festverglaselemente auf 0,59, also wirklich abstrakt gut. Mein Altbaufenster, mein altes Zweifelverglasfenster hat irgendwelche Werte zwischen 1,3, wenn es jetzt noch nicht ganz so alt ist, bis zu, ich sag mal, 2,730. Sagen wir mal 3,0, sagen wir, mein Fenster wäre noch besser, es hätte 0,5. Also es wäre sechsmal so schlecht. Sechsmal. Das heißt, ich verliere durch mein Fenster sechsmal so viel Energie. Aber Achtung, das vergessen die meisten, dieses Fenster hier schluckt viel mehr Sonne ab oder filtert es raus, Energie somit, als mein altes Zweifachglasfenster. Mein Fenster, mein altes mit U-Werten von 2,7, 3,0 lässt viel mehr Sonnenlicht rein und damit Energie im Frühling, Herbst, Winter als das hier. Das hier schluckt ungefähr 55-60%, also nur das Glas, an Energie weg. Was heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Reflexionsgrad, wir haben sehr viele Scheiben, es ist sehr dick. Das hört man hier auch, vielleicht hört man das auch im Dings. Hört man vielleicht ein sehr dumpfes Klingen. Wenn ich von außen habe, ist es noch viel dumpfer. Außen nicht die VSG, aber so zwei Scheiben aufeinander geklebt. Bedeutet, ich kriege hier weniger Energie auch rein. Das muss ich immer betrachten. So, jetzt habe ich eine Lebenserwartung von so einem Fenster von offiziell 20 Jahren. So. Die halten auch länger, wenn man sie pflegt und hegt. Also die halten auch ihre 50 Jahre. Das erste Passivhaus in Kranichstein, was gebaut worden ist, wurden nach 25 Jahren die Fenster geprüft. Das Einzige, was dort getauscht worden sind, sind die Dichtungen der Fenster. Selbst das Glas ist so weit gut gewesen, dass ein Austausch der Scheiben mit Verlust des Gases in den Glaszwischenraum sich nicht gelohnt hätte. Das heißt, ein Fenster hält schon länger. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, das Fenster hält jetzt eine 40 Jahre, haben wir in der Regel Amortisationszeiten von Fenstertauschen von einer Zweifachverglasung zu einer Dreifachverglasung aus rein energetischen Kostengründen von ungefähr 65-85 Jahren. So, natürlich bei aktuellen Kosten, wenn ihr jetzt die Kosten für Öl, Gas, Strom in die Höhe treibt, wird es auch mehr. So, wie kommt das? Naja, ist mein Fenster noch gut in Schuss? Ist die Dichtung noch in Ordnung? Ist das Holzfenster von außen noch in Ordnung, von innen noch in Ordnung? Dann davon gehe ich jetzt aus. Ist das Fenster beschädigt? Ist das kaputt? Hat das außen eine Beschädigung? Müsste es repariert werden? Sind das natürlich Kosten, die zusätzlich on top kommen für den Erhalt des Fensters und ich jetzt gegenrechnen muss für den Austausch? Das ist natürlich ein Fakt.
Des Weiteren, wenn ich ein Fenster austausche, komme ich quasi vielleicht in KfW-Fördermitteln rein, die das Ganze dann noch attraktiver machen. Weil mit dem Fenstertausch ich vielleicht 5% mehr Zuschuss bekomme, dann auf das ganze Objekt, sagen wir haben jetzt hier zwei Einheiten drin, bedeutet auf 150.000 Euro, pro Wohnheim 300.000 Euro, 5%, reden wir schon über Geld. Also reden wir über 15.000 Euro. Und dann habe ich auf einmal eine viel schnellere Amortisationszeit da. Das sind halt Fakten, die ich rechnen muss. Aber grundsätzlich ist die Aussage falsch, zu sagen, ich tausche ein Fenster aus, weil ich Energiekosten sparen möchte. Ich tausche Fenster aus, weil ich sie vergrößern möchte. Mir gefallen sie optisch nicht. Sie sind vielleicht kaputt. Ein paar sind kaputt und ich möchte die anderen nicht darin lassen, weil es sieht furchtbar aus, wenn dort Kunststoff, da Holz und da andere Holz und da ist noch ein anderes, das hat der Vormieter gemacht, der Vorbesitzer gemacht. Das sind wirkliche Gründe, ein Fenster auszutauschen. Ich möchte mein KfW-Niveau erreichen. Das sind Gründe, die ich akzeptiere, die nachvollziehbar sind. Ansonsten ist ganz, ganz häufig ein wirklich wichtiger und wirtschaftlicherer Faktor zu sagen, ich tausche, Achtung, nur die Glasscheibe aus. Weil ich habe eben gesagt, mein Rahmen von damals zu heute haben wir vielleicht einen Faktor, eine Verbesserung von 2. Also der jetzige Rahmen ist doppelt so gut wie der alte. So, wir haben gar nicht viel Rahmenfläche. Das lohnt sich vielleicht gar nicht. Jetzt haben wir vielleicht Flächen, die fest verglasen. Angenommen, das wäre ein altes Element. Das hier, was ihr jetzt seht, ist fest verglasen, ist zum Schieben. Logischerweise, dass er drüben, auf der Seite, was ihr jetzt nicht seht, ist fest verglast. Angenommen, das wären das bestandszweifelverglaste Fenster und ich dürfte das jetzt nicht in der Dreifachverglasung tauschen, weil ich es vom Gewicht her nicht schaffe, könnte ich immerhin hier noch eine neue, gute Zweifachverglasung ersetzen, gleiches Gewicht mit Gas dazwischen. Dafür habe ich jetzt hier diese Leisten, die kann ich rausnehmen, neues Glas einsetzen und dann wieder neu verleisten. Aber das Bestands, da kann ich ja eine Dreifachverglasung ansetzen. Ich müsste einfach nur prüfen, ob der Rahmen das unten aushält etc. pp. Ein bisschen Check-Check machen, aber grundsätzlich kann ich dort eine Dreifachverglasung einsetzen und ich brauche dafür auch kein neues Scharnier. Das heißt, Bestandsfenster, die fest verglasen, kann ich meistens, Achtung meistens, auf eine Dreifachverglasung einfach so ändern und meine Bestandsfenster tausche ich die Scheiben aus zu einer guten Zweifachverglasung. Es ist viel günstiger, als das ganze Fenster zu tauschen, weil ich spare mir den Rahmen, den Schlagrahmen, die ganzen Beschläge etc. 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 Riesenfaktor. So. Und da kriege ich Erwartungen und Wirtschaftlichkeit hin, die wesentlich schneller eintreffen. So, wichtig ist, diese Scheiben zu tauschen. Das soll schon eine Firma machen, die es auch öfters macht. Das heißt, wenn ihr Firmen danach fragt, entweder hier in der Region, fragt gerne uns. Ansonsten klärt ab, wo die das schon mal gemacht haben, auch bei größeren Objekten vielleicht. Mehrere. Und sprecht dann mit der Firma, mit dem Eigentümer, wo die es gemacht haben, um sicherstellen zu können, dass es auch passt. Weil da kann wirklich viel falsch laufen. Ja. Ansonsten ist diese Scheiben tauschen wirklich viel schnellere Amortisationszeit gegeben und ist dadurch auch eine viel höhere Wirtschaftlichkeit da. Beim ganzen Fenstertausch ist das, wie gesagt, meistens nicht gegeben. Ich habe natürlich auch noch Beiarbeitskosten wie Laibungen, Fassade etc., die bei so einem Fenster beim Austausch noch hinzukommen, beim reinen Scheibentausch nicht. Wenn ihr Objekte habt, ein Bestandsobjekt habt, was ihr sanieren wollt, umbauen wollt, dort Fördermittel braucht, Fragen habt zu den Fenstern, aber vielleicht auch zur Fassade, Fördermittel, Nachhaltigkeitserziehungen, DGNB, Schallschutz, Brandschutz. Wir sind in komplett Deutschland zugelassen. Ich und mein Team, rund 30 Leute, helfen Ihnen gerne dabei, Ihr Objekt zu planen, zu realisieren, egal ob Sie Privatpersonen sind, Bauträger, Projektentwickler, Asset Manager, Architekt oder auch in der Industrie sind. Das sind alles Bereiche, die wir abdecken mit unserem Team. Und dafür klicken Sie einfach hier unten drunter auf Mehr. Und melden sich dann einfach bei uns und dann wird sich ein Kollege bei Ihnen melden direkt und einen Termin vereinbaren, sodass wir im nächsten Gespräch schon miteinander sprechen können. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, vielleicht Podcast, Ihr Luca Arends.